Herzlich willkommen in der Welt der Spiritosen. Schön, dass Sie wieder bei unserem Format Inside World Spirits dabei sind. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolfram Ordner. Ich bin Reiseleiter durch die Welt der Spiritosen. Heute geht es wieder um hochwertige Produkte. Thema ist das Kriecherl. Andreas, herzlich willkommen. Und ich werde mit ihm über das Kriecherl plaudern. Wobei nicht ganz genau weiß, ist das Kriecherl eigentlich blau oder ist es gelb? Wolfram, grüß dich, danke für die Einladung. Servus. Das Kriecherl kann beides sein in der Anschauung, wobei man eindeutig sagen muss, das bayerische und steirische Kriecherl, das ist blau, das ist bereift, das hat also auch vom Blatt her einen matten Charakter. Das Gelbe, das viele auch als Kriecherl bezeichnen, ist eigentlich mehr dann von der richtigen botanischen Bezeichnung her eine Myrobalane. Du lebst ja auf einem Bauernhof. Ich weiß nicht, was du genau magst, aber wenn mich nicht alles täuscht, magst du in erster Linie mal ausgezeichnete Destillate, aber rundherum wird bei dir einiges produziert? Das ist richtig. Die Destillate, die macht man jetzt, die Brennerei haben wir seit 25 Jahren, hat sie vom Hobby eben wirklich zu einer Leidenschaft und auch zum Betriebszweig entwickelt. Wir haben also eine Philosophie, wo man wirklich also hier nur regionales Obst ohne Zukauf mit Terroir aus dem tertiären Hügelland eben verarbeiten. Ansonsten machen wir auf dem Betrieb auch noch also jetzt vom Grünland. Wir sind eine sehr hügelige Landschaft, tolles Pferdeheu und die Ackerflächen sind also ganz normal mit Ackerfrüchten, mit Getreide etc. bestellt. Und die andere ganz interessante Geschichte auf unserem Hof ist eben also jetzt hier der Bereich der Frau, die mit, ja, unter 20 alten Tomatensorten, sowohl als Pflanze als auch als Frucht, mit Auberginen, mit allen möglichen, also hier, die im Freiland im Gewächshaus kultiviert werden, sich auch hier einen tollen Namen geschaffen hat. Apropos Namen, kannst du nicht richtig Akademie schreiben oder was ist da dahinter? Was ist der Hintergrund hinter Akademie? Ja, diesen Begriff haben wir uns also seit rund 10 Jahren schützen lassen. Ich bin also irgendein frankophiler Mensch, wie vielleicht der Name Franzl auch also jetzt vom Klang her schon vermuten lässt. Und es gibt also im Französischen ist ja der Brand, der Edelbrand, Eau de Vie. Zum anderen, wir machen auf dem Betrieb auch sehr viele Schulungen. 500 Brenner waren mittlerweile bei uns auf dem Betrieb, die also jetzt Kurse gemacht haben. Der Edelbrand-Sommelier, den ich ins Leben gerufen habe in Bayern, zusammen eben also jetzt mit der Hochschule in Weihenstephan. Und damit die Akademie. Und also die Verbindung aus beiden ist halt dementsprechend die Akademie. Und ich habe schon gedacht, das hat mit Ackern zu tun, was du nicht mehr so viel machst. Sondern nur Ackern haben wir auch in vielen Bereichen, aber das hat einen anderen Zusammenhang. Okay. Nachdem du ein sehr umtriebiger Mensch bist und eben der ganze Akademie magst und die eben mit der sensorischen Beschreibung von Früchten beschäftigst, wie würdest du jetzt das typische Kriecherl oder das perfekte Kriecherl beschreiben? Okay, gehen wir mal kurz noch zur Frucht, weil das erklärt meistens eben auch die Sensorik oder ja, wie also so ein Produkt dann schmeckt. Das Kriecherl ist eine Wildfrucht, das heißt also, das sich normal über Samenvermehrung entwickelt hat. Dann ist das blaue Kriecherl, das wir brennen, ein bisschen über Selektion näher definiert worden. Eine Wildfrucht hat ja eigentlich immer nur den Charakter, es will sich vermehren. Der Frucht Ansatz in dem Sinn dient ja nur als Lockstoff für einen Vogel, diesen Samen aus der Ähre der Mutter rauszutragen. Das heißt, diese Frucht hat sehr viel Stein. Und diesen Stein darf ich dann auch und will ich auch in die ganze Typizität, in den Geschmack eines Kriecherls einbringen. Und Steine bringen eben dann auch von der Sensorik her diese Töne nach Marzipan, diese Töne nach Bittermandel, diese Töne nach Bitterschokolade, die eben also hier durchaus stilprägend sein dürfen, zur Fruchtigkeit, die an Schlehe erinnert, die also an Pflaumen erinnert, die das Ganze auch abrunden und begleiten. Bevor wir das jetzt
sensorisch überprüfen werden, was du mir alles erzählst, weil alles lassen wir nicht erzählen, bevor ich das nicht probiert habe, würde ich schon noch gern wissen, was hat das mit den wüden Namen zu tun, mit Elsen, Myrobalane und keine Ahnung was noch? Die Myrobalane ist kein wilder Name. Das ist Brunus initiata. Also wirklich, also auch also hier von der Botanik her so beschrieben. Die Else, das ist eine andere Geschichte, das ist also Brunus padus, also die Traubenkirsche, die also bei uns im Bayerischen, im Volkstümlichen als Else beschrieben wird, Eusen. Und die Nachbarortschaft, das ist Elsenbach und das erklärt auch schon wieder die Frucht, weil eben eine Traubenkirsche eine sehr frische Frucht ist, die den Bach, der an sich die Schattenseite, die den Wald braucht, als Pionierpflanze, um sich also zu entwickeln. Das heißt, die Myrobalane ist eigentlich von der DNA her der Großvater für all diese Steinobstfrüchte. Es dürfte mehr im Bereich eben dann also hier der Schlee liegen. Ja. Und wo sich eben dann also auch über Selektion die Schlee als kleine Frucht, als bittere Frucht, das wir auch eben also hier beim Gröhl, bei der Myrobalane haben, diese Bitterigkeit, diese Gerbstoffhaltigkeit. Und die sich also jetzt hier dann über Selektion eben hin bis zum Schluss eben zu der großen Pflaume entwickelt hat. Das ist sicherlich eine Zwischenstufe zwischen Schlehe und Pflaume. Patrick, jeder kennt ja Bud Spencer und Terence Hill die Filme, aber ich glaube, das ist ungefähr dasselbe, so wie Zimt und Nelken. Und heute hast du uns Zimt in verschiedenen Formen mitgebracht. Ja, das ist Zimt quasi, wie wir ihn kennen, gerollt. Das sind die äußeren Teile der Rinde. Die werden noch feucht gerollt und dann getrocknet. Das gibt dann die Zimtstangen, die man kennt. Zimtstangen ist aber schwer zu verarbeiten. Darum gibt es andere Formen. Es gibt sie geraspelt oder es gibt sie als reines Pulver. Das ist dann, hat jeweils größere Oberfläche, ist in der Mazeration, ich spreche jetzt von der Destillatindustrie, besser zu verarbeiten. Es hat ein besser zu definierendes Gewicht und hat eine größere Oberfläche und die Wirkstoffe, die tauschen sich besser aus. Wo kommt Zimt eigentlich her, aus dem ostasiatischen Raum? Ja, man kennt ja den Ceylon-Zimt, das ist eigentlich dieser etwas bessere Zimt, sagt man, und dann den Cassia-Zimt, das sind die zwei Arten, die man grob unterscheidet, und kommt aus dem asiatischen Raum. Nur ein preislicher Unterschied oder auch ein qualitativer Unterschied? Ja, es ist ein qualitativer Unterschied. Der Cassia-Zimt ist etwas bitterer. Und wird dementsprechend natürlich auch eingesetzt in einer Spirituosenverarbeitung. Und wenn du schon von bitter redest, wo würdest du, denk an unsere Gewürzampel, den Zimt einsetzen? Ja, klassisch im Gin. Da ist also ein Botanical, das ist in fast jedem Rezept, ist da Gin drin, um etwas eine Harmonie herzukriegen und als Aromageber in den Bitter. Für Elixiere? Würde ich das weniger verwenden, das ist sehr spezifisch. Ich könnte es mir ein bisschen vorstellen bei Elixiere, aber du sagst, es ist sehr speziell. Beim Absinth, ehrlich gesagt, können wir es nicht vorstellen. Sind wir uns da einig? Gar nicht, nein. Aber dann erklären wir eines. Wir reden ja da über Gewürze und Spirituosen. In welcher Kombination würdest du es verwenden? Ich könnte es mir gut vorstellen als Parfait, also im süßen Bereich, und dann mit einem Destillat zusammen. Wir haben hier einen Krichel ausgewählt, kommt dann sehr gut zur Geltung. Im Parfait drin ist es nicht sehr dominant, aber diese Harmonie der einzelnen Komponenten kommt gut zur Geltung. Meistens habe ich das Gefühl, dass wenn mit Ingwer gearbeitet oder gekocht wird, wenn mit Zimt eben gekocht wird oder gearbeitet wird, dass eben die Dosierung meistens overdone ist. Aber wenn Zimt sehr dezent drinnen ist, dann ist das wirklich ein vorzügliches Gewürz. Unsere Weltreise setzt sich fort. Schön, dass du heute wieder da warst. Schauen wir mal, was du uns das nächste Mal wieder mitbringst. Ja, ich freue mich. Ebenfalls. Danke, Patrick. Mario, schön, dass du von der Mosel zu uns in schöne Kärnten, zu uns in die Brennerei kommst. Aber ich glaube, die interessieren brennend einige Fragen zum Thema Spirituosen, Kriecherl, was immer. Start mit deinen Fragen, bitte. Ja, erstmal danke und Servus. Ja, gern, du. Für die Einladung. Ja, gerne. Ja, dadurch, dass ich komme von der Mosel
und mache derweil eine Ausbildung als Destillateur, also ich lerne quasi euren Beruf. Und deswegen habe ich eben ja schon kurz zugehört und habe ein, zwei Fragen, was Kriechern angeht. Weil bei uns an der Mosel ist es so, für uns ist es typisch, dass wir quasi den roten Weinbergpfirsich haben, der sich vom normalen Pfirsich unterscheidet. Und da gibt es auch viele, also einige sensorische Unterschiede. Und ich wollte jetzt fragen, weil du hast ja eben auch gesagt, es gibt verschiedene Kriecher, einmal die roten, einmal die gelben, die blauen. Gibt es da auch so starke sensorische Unterschiede oder woran kann man jetzt eine rote oder eine gelbe festmachen? Mario, servus, grüß dich. Interessante Frage. Ich brenne ja beide und wenn man bei mir an sich also in die Beschreibungen schaut, steht eben beim Kröchel feminin und bei der Myrobalani maskulin. Und genauso kann man an sich also hier die Charaktere beschreiben. Die Kröchel als feinere, als süßere Person, wenn man so bezeichnet, ja. Und die Myrobalane im maskulinen Bereich, auch wenn man die Frucht so isst, ist also sehr viel Herbe, ist auch die Schale ist hart, wo man zuerst aufbrechen muss. Das kann man vielleicht durchaus an sich also auch mit dem Typus Mann bezeichnen, wenn man das am meisten vorfindet. Und deswegen, und das erklärt also auch schön den Unterschied dieser beiden Früchte. Mario, Entschuldigung. Diese philosophische Antwort, die werden wir aber hochgeistig danach überprüfen, das verspreche ich. Aber du weiter bitte. Ja, und dann hattest du auch eben geredet von, dass die Kriecher eine sehr kleine Frucht ist, dementsprechend halt auch viel Stein hat. Mhm. Und da ist quasi schon meine nächste Frage. Weil beim Pfirsich ist es so, wir haben auch Steine. Und wenn man bei uns halt, also wenn wir Pfirsich verarbeiten, haben wir viele, also haben wir in Anführungszeichen Problem mit den Steinen, wenn wir sie drin lassen. Heißt, wir holen sie direkt raus, um diesen Steinton halt nicht zu bekommen. Mhm. Wie machst du das denn bei den Kriechern? Jetzt sind wir bei einer anderen philosophischen Frage, nämlich bei einer brennphilosophischen Frage, wie viel Stein verträgt eine Frucht? Und das ist genau die Geschichte, wo man also in der Produktion ein bisschen beachten muss. Wir nehmen die Steine nicht raus in der Gärung, die bleiben drin. Der Vorteil ist der, das Kröchel verflüssigt sich von selber hervorragend. Entschuldigung, arbeitest du nicht mit Enzymen, oder? Bei Kröchel arbeite ich nicht mit Enzymen. Bei Quitte, das also bei uns auch eine sehr bekannte Frucht aus der Brennerei ist, hier sind Enzyme Pflicht, haben aber ein bisschen das Problem, dass ich über den Enzymeinsatz mich in Richtung, das geht jetzt sehr ins Detail, aber das Methanol ist eine Thematik, beim Enzymeinsatz ist zu hoch werden könnte. Deswegen setze ich Enzyme nur dort ein, wo es wirklich also jetzt hier von der Gärtechnologie her, vom Produkt her Sinn machen. Beim Kröchel brauche ich keinen. Was ist eigentlich das Enzym? Das Enzym spaltet an sich also jetzt hier die ganzen Verbindungen der Frucht, die Zellverbindung besser auf. Die Frucht kann sich verflüssigen. Und damit an sich ist es besser verkehrbar, bringt vielleicht auch als etwas höhere Alkoholausbeute, aber wie gesagt auch leider einen leichten Hang zu einer höheren Methanolbindung, das wir auch bei uns in den hervorragenden Destillaten eher störend oder nicht haben können oder dürfen. Mario, jetzt verspreche ich dir eines. Bei so viel Philosophie, bei so viel Technik brauchen wir jetzt was Flüssiges. Wir werden jetzt 3 Kriecherl verkosten. Ja, super. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, ja. So, meine Herren, ein Kriecherl von 3 steht zum Verkosten bereit. Als erstes probieren wir den Duft, als zweites probieren wir den Geschmack. Riechen wir mal. Und ich würde sagen, Andreas, nachdem das dein Kriecherl ist, beschreibst du es einmal. Ich beginne zu beschreiben. Mir tut sich als Produzent natürlich auch immer schwer, das eigene Produkt also wirklich perfekt. Deswegen schön, dass du als große Kapazität eben das mich begleiten kannst. Aber wie schon gesagt, wir haben also hier auch schon ein bisschen diese Schaligkeit drin. Wir haben aber auch deutlich eben also diese Bittermandeltöne. Das sind aber typisch blaue Töne von der Schalen her. Die kann man richtig riechen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, absolut. Der hat. Riechst du da auch was? Der hat eine super schöne Frucht, hat sehr fruchtig und. Ist praktisch die Holz, ist praktisch die Steinfruchtbarung das Typische für die Myrobalane? Das ist ein Kröchel. Wir sind jetzt feminin. Entschuldigung, das Kröchel, ja. Das ist typisch.
Wie ich vorher schon gesagt habe, diese Einbindung vom Stein in die Süße der Frucht, das ist einfach das, was ich bei einem Kröchel erwarte. Die Töne, aber auch die dunklen Töne mit dazu, nach Bitterschokolade, die sind also ja absolut prägend. Sehr attraktives Produkt. Probieren wir es nochmal im Geschmack. Okay. 40% ungefähr, oder? 42% ist für mich an sich so die Gradation, die also den idealen Bereich mit darstellt, wo sich an sich Alkohol und die Fruchtaromatik am besten treffen. Hier steht im Vordergrund wieder eigentlich dunkle Thematik für mich am Gaumen. Also dich wieder sich also hier an Schlehe, an Bitterschokolade, an Kakao etc. orientiert. Für dich? Auch für Zipor wieder? Ja, absolut. Man hat diese, wie du schon im Duft sagtest, diese Kombination aus diesem fruchtigen, aber trotzdem diese Schokoladentöne drin und es ist super. Das ist ein richtiges Altherrengetränk. Wenn man so jung ist wie du, hat man gern Vollmilchschokolade. Wenn man unser Alter hat, hat man gern Bitterschokolade. Das muss man merken, wirklich. Je älter man wird, desto lieber hat man die Bitterschokolade. Ich komme zu einer tollen Kombination, eben zu einer Zigarre oder auch eben zu einer Bitterschokolade oder zu einem Dessert mit Bitterschokolade hervorragend vorstellen. Kann ich mir vorstellen, ja. So, dann gehen wir zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt ist ein österreichisches, wobei es schwer zum Sorgen ist. Niederösterreich wird wahrscheinlich gelbes Kriechel sein, aber nachdem wir auch innerhalb Österreich den freien Warenverkehr haben, weiß man nicht, ob nicht ein blaues steirisches Kriechel nach Niederösterreich gekommen ist, aber egal wie, auf alle Fälle die Familie Krein im Ipsatal betreibt dort ein Restaurant mit einer Brennerei. Das ist der Beilsteinblick, das Gotthard Gasthof. Produzieren ausgezeichnete Produkte und was schön ist, sie produzieren natürlich auch ausgezeichnetes Essen. Und wir verkosten jetzt das Kriechel von denen. Fangen wir gleich einmal an. Dürfte auch so um die 40% haben. Schauen wir mal gleich. 41,5%. Jetzt bin ich allerdings gespannt, was der Unterschied zu deinem ist. Also wenn ich im ersten Moment reinrieche, rieche ich mehr Pflaumigkeit. Stimmt. Die größere Frucht, das Zimtige, das also hier meines Erachtens bei dem Produkt also mehr in den Vordergrund rückt. Bei dir? Ja, absolut. Vor allen Dingen das Zimtige, ja. Bin jetzt erst nicht drauf gekommen, aber es ist drin. Ja. Und vor allen Dingen, man hat dieses mehr Fruchtige. Diese Pflaumenaromatik. Das Zimtige aber wiederum lässt auf Zwetschgen schließen. Und das Kriechel ist ja im Grunde genommen ein Mini-Zwetschgen, ein kleiner Zwetschgen. Ja. Aber jetzt überprüfen wir das einmal vom Geschmack her. Für mich das Schöne, dass sich also hier die Nase, ähnlich wie beim ersten Produkt, schön also in den Gaumen überführt. Also auch hier etwas mehr ins Pflaumige tendierend. Was mich jetzt ein bisschen überrascht, ist diese Schaligkeit, die sich also hier am Gaumen momentan etwas stärker zeigt. Aber, du hast ja schon gesagt, könnte ein gelbes Kröchel sein und damit wären wir eigentlich wieder bei einer Typizität. Ich habe aber eine wunderschöne Fruchtigkeit auch. Und wenn ich mir das jetzt, das Produkt anschaue, ach, das schmeckt richtig gut. Es bringt auch im Finale eine recht schöne Harmonie. Es hat eine recht schöne Dichte und ist auch recht lang. Das wollte ich gerade sagen. Ist recht lang. Es hat auch eine gewisse Länge hinten. Es hat ein perfektes Finale. Und bei den ganzen Destillaten, vor allem Holzfasslagert, hat man immer wieder das Problem, dass die Produkte recht kurz sind. So, dann probieren wir mal das dritte Produkt. Wir machen jetzt wieder eine Reise von Norden von Österreich in die südliche Steiermark. Wir haben von der Familie Schneeberger, die dort einen Wein- und Obstbau betreiben. Sie machen nebenbei auch Gin. Und ja, Gin ist in. Deswegen heißt es Gin. Machen die ein blaues Kriechel. Schauen wir mal, ob das wirklich ein blaues Kriechel ist, ob das ein Zwitter ist oder riechen wir mal. Das ist eine sehr eigenwillige Stilistik, würde ich sagen. Ich bin jetzt irritiert. Ja. Du hast den Gin angesprochen
Jetzt haben wir Wacholdernoten in diesem Glas. Ich weiß nicht, ob du das bestätigst. Also für mich ist das jetzt momentan sogar, jetzt kommt die Pflaume. Ja. Jetzt kommt die Pflaume da. Aber es sind fast zu Beginn sind ein bisschen so animalische Töne da gewesen. Ja, dieses Ätherische, also auch das hier fast zu finden ist in dem Produkt. Aber es ist für mich so ein Mittelding, wirklich zwischen Zwetschge und Pflaume. Eher so mit ein bisschen einem rustikalen Touch, mit so einer leicht animalischen Note, die drüber liegt. Aber ist wieder komplett eine eigene Stilistik, aber er würde diese Stilistik als relativ eigenwillig beschreiben. Aber schauen wir an, ob die Eigenwilligkeit auch am Gaumen ist. Für mein Empfinden deutliche Steintöne, sehr ausgeprägte Steintöne, auch wieder sehr dunkle Charakteristik, die also dem blauen Krichel durchaus entspricht. Also hier ist also für mich die Stilistik produktprägender. Recht viel Fruchtester. Wie gefällt dir das Produkt am Gaumen? Ich finde es am Gaumen ehrlich gesagt noch schöner als im Geschmack schon, weil im Gaumen hat man, wie du schon sagtest, was für ein Krichel typisch ist, diese schönen Schokoladentöne, diese steinigen Töne. Und das ist bei dem Produkt, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Ich habe auch ein bisschen bedingt durch den Alkohol, habe ich einen recht langen Nachhall, aber nicht von der Länge her, sondern vom Volumen im Mund. Das ist wahnsinnig voluminös, das Produkt. Also auch sehr schön zum Trinken. Absolut. Du, Wolfram, wir haben ja jetzt gerade drei Produkte verkostet, die echt richtig gut waren. Aber man merkt ja immer wieder, dass es auf dem freien Markt und generell in der Branche viele Produkte gibt, die in der Nase stechen oder so. Oder man redet halt, die haben Vorlauf, so im Volkstümlichen. Wie erkenne ich den Vorlauf? Was ist Vorlauf überhaupt? Leider gibt es am Markt sehr, sehr viel Schrott auch noch, neben diesen ganzen Top-Produkten, wie wir sie da haben. Aber der Vorlauf ist ganz einfach erklärt. Wenn ein Produkt sticht, heißt das nicht immer, dass es Vorlauf hat. Ein Produkt kann auch stechen, wenn es relativ viel Alkohol hat. Wenn ein Produkt 70% Alkohol hat, hat man Alkoholschärfe. Das ist kein Himbeerkracherl. Das ist alkoholstarker. Aber das, was du jetzt meinst, der Vorlauf, der äußert sich sensorisch in Uhu-Aceton. Lack, das ist der typische Vorlaufton. Und Uhu-Aceton, das ist auch ganz witzig, weil Aceton das Lösungsmittel für Uhu ist. Deswegen Uhu-Aceton. Und da muss man noch ein bisschen aufpassen. Es gibt sogenannte Fruchtester und sogenannte Essigester. Und es gibt halt Brenner, die sehr hart an dieser Grenze produzieren. Das heißt, viel Fruchtester ist positiv, ist super. Aber wenn es halt so viel drüber geht, dann ist es Essigester, dann ist es leider negativ. Also nicht gut. Aber macht er bei den Sachen keine Sorge. Bei Inside World Spirits hast du nur die besten Produkte. Und wenn du wiederkommst, ich lade jederzeit gerne ein. Bepackt musst du sein mit neuen Fragen. Und wir sind leider wieder am Ende unseres Formates Inside World Spirits. Andreas, Mario, ich bedanke recht herzlich fürs Kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Inside World Spirits mit Wolfram Ortner.